Hallo ihr Lieben, entschuldigt, heute habe ich für euch eine Verpackung. So schaut sie aus. Und zwar habe ich darin versteckt eine Tuchmaske. Ich habe hier jetzt mit Pergament gearbeitet und das lässt sich hier unter der Banderole einfach einschieben. Und somit ist die Verpackung dann auch schon geschlossen. Was ihr dafür braucht, beziehungsweise ich sage euch mal eben, womit ich arbeite, beziehungsweise womit ich bastel. Arbeiten klingt immer so. Ja. Ich habe zwei Kreise aus den Lagenweise Kreise, aus den Stanzformen Lagenweise Kreise. Dann habe ich das Stempelset Gorgeous Leaves und die passenden Stanzformen dazu genommen. Wie im letzten Video auch schon. Hier unten habt ihr die Stanzform zu finden im Mini-Katalog auf Seite 47. Und dann stempeln wir gleich noch, und zwar aus dem Stempelset Freude am Schenken. Da nehme ich das Für dich raus. Auf Seite 61 zu finden. Gut, ihr braucht für diese Verpackung Farbkarton in 20x7. Dann haben wir Pergament, DIN A4 lang und 9,3 cm breit. Und der Streifen Designerpapier ist 22x2,5. Und dann halt noch ein paar Reste für die Dekoration. Wir fangen mit dem Farbkartonstück an. Und da brauchen wir nur drei Falzlinien machen. Ich fange an der langen Seite an der rechten Seite, bei einem Zentimeter. Dann drehe ich mir das Ganze um und falze bei 10,5. Und an der kurzen Seite falzen wir einmal bei einem Zentimeter. Und das war's auch schon. Mehr Falzlinien. Ach Quatsch. Das war das. Und das Pergament müssen wir auch nochmal falzen. Und zwar an der langen Seite bei 15 cm. Pergament etwas vorsichtiger, ist ja dünner wie Farbkarton. So, jetzt haben wir es aber. Farbkarton nachfalzen. Und dann schneiden wir uns hier unten das kleine Viereck, schneiden wir raus. Dann schrägen wir das hier oben ein bisschen an und dieses lange Rechteck schneiden wir raus. Und hier wieder anschrägen. So, dann brauchen wir Abreißklebeband, und zwar auf diese Seite. Machen wir uns was drauf von innen. Na, nicht den Farbkarton mit abreißen. Einmal ordentlich festdrücken und dann drehen wir es uns nach außen. Und machen uns hier auf die Klebelaschen. Kleber drauf, festdrücken. So, und dann kleben wir uns als erstes das Pergament ein. Und wir haben ja jetzt hier bei 15 cm gefalzt. Das kontrolliere ich jetzt nochmal. Jawohl. Denn wir müssen jetzt darauf achten, diese Seite ist ja jetzt ein bisschen länger
wie die hier oben. Hier ist meine Falz und das 15 cm Stück, das kleben wir hier jetzt ein. Also das ist die 15 cm lange Seite, hier ist meine Falz und das kleben wir uns jetzt hier ein. Und zwar so, dass das unten bündig ist, lege ich das am besten so, und das darf nicht über die Falzlinie. Also wir haben ja hier die Falzlinie, da darf es nicht drüber her. Und das drücken wir auch noch mal ordentlich an. So, und jetzt können wir uns hier das Klebeband abmachen. Die beiden Laschen nach innen und dabei achte ich jetzt drauf, dass die kurze auf der großen liegt, also dass dieses Stück auf dieser hier unten liegt. Und dann können wir das Ganze umklappen. Und dann kann hier unsere Maske rein. Ich nehme jetzt mal diese, ich habe nämlich nur die eine da. Die schieben wir uns da rein und jetzt können wir hier oben an der Falz schön gerade das Pergament umknicken. Jetzt habe ich noch einen Schritt vergessen, das ist aber nicht schlimm, das können wir jetzt auch noch, denn ich habe mir mit unserer Stanze, mit unserer Trio-Stanze dekorative Details das Pergament noch abgerundet. Achtung! Aber das seht ihr ja, das geht jetzt auch noch. Und dann kommt unser Streifen Designerpapier schon zum Einsatz. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass die geschlossene Seite hinten ist. Das heißt, ich lege mir das einmal hier an. Knick mir das einmal rum, achte darauf, dass das hier schön gerade ist und dann drücke ich hier an den Seiten drauf. So, dann nehme ich das nochmal runter und mache mir jetzt hier in diesem breiten Bereich einfach nur ein Streifen Klebeband. Mehr braucht da gar nicht hin. Das ist nur, damit die Banderole hinten fixiert ist. Vorne schließen wir die gleich mit Flüssigkleber. Dann können wir das hier auch schon abmachen. Jetzt drehe ich mir das Ganze um. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr das hier oben bündig macht. Ich habe das jetzt so, was habe ich denn hier genommen? Ja, einen halben Zentimeter ungefähr. Setze ich das auf. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr jetzt eure Kanten hier links und rechts getroffen habt. Wenn nicht, ist das auch nicht ganz so schlimm. Wir können das jetzt nochmal nachknicken. Und dann verschließen wir das hier vorne. Wo ist mein Flüssigkleber? Da. Einfach da ein bisschen Kleber drauf und hier gerade verschließen. Nehmt da nicht zu viel, nicht dass ihr euch jetzt das Pergament hier unten drunter festklebt. Sonst könnt ihr da auch noch mal Abreißklebeband nehmen. So, jetzt schauen wir mal eben. Das bewegt sich noch, gut, ist nicht festgeklebt. Und dann stempeln wir fix.
Hier habe ich noch ein Reststück, aber kein Stempelkissen. Doch, da. Dann nehme ich das Memento Schwarz und lang erstmal mit dem Finger rein. Das macht ihr natürlich nicht. Ich glaube, ich stempel das mal mittig. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt könnt ihr euch entweder den Papierschneider nehmen, das zurechtschneiden oder einfach eine große Schere. Ich lasse das jetzt erstmal in dieser Länge. Und dann nehmen wir uns schon mal den ersten Kreis. Ja, und da können wir gleich noch ein Fähnchen schneiden und Dimensionals. Den setzen wir schon mal auf. Und jetzt überlege ich gerade, setzen wir nur das goldene Blatt. Das klebe ich erstmal auf. Hier habe ich mir übrigens den Stiel unten einfach nach unten geknickt. Hier habe ich jetzt einen ganz schmalen Rand gewählt. Am Montag hatten wir ja diese Verpackung gemacht. Da habe ich einen größeren Rand gelassen bei den Kreisen. Da müsst ihr einfach mal schauen, was euch da besser gefällt. Irgendwie sagt mir das nicht so. Wir lassen es weg. Kurz und knapp, wir lassen es weg. So, und dann können wir jetzt hier so Pi mal Auge, und das messe ich jetzt nicht extra aus, das ist ja nur ein kleiner Spruch. Und das soll ja im Endeffekt auch nur eine kleine Aufmerksamkeit sein. Ja, das sieht gut aus, da machen wir uns Mini-Dimensionals drauf. Das will nicht ab. Könnte man jetzt auch so ein bisschen schräg setzen, ne? Das machen wir mal. So, setzen wir das noch mit drauf oder nicht? Ich überlege mir das noch mal. Ich lasse das erstmal so. Ihr habt es ja dann im Thumbnail gesehen, ob ich es noch aufgeklebt habe oder nicht. Und das war schon meine Idee für heute. Das ging ratzfatz. 13 Minuten sind wir. Nicht schlecht. Ein Ratzfatz-Projekt. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!